seid alle herzlich willkommen, Frauen und Männer. Diejenigen, die von Einsamkeit betroffen sind, müssen wir gemeinsam in unsere Mitte zurückholen. Ihre Kampagne Gemeinsam gegen Einsam leistet dabei einen ganz wichtigen Beitrag. Diese Kampagne jetzt Gemeinsam gegen Einsam soll uns übers Land in alle Ortsverbände und Kreisverbände tragen, damit wir uns engagieren für unsere Mitglieder, denn diese Einsamkeit gibt es überall. Wie machen wir es mit den Leuten, die wirklich einsam sind, die keine Kontakte finden? Und da geht mir natürlich jetzt als Gesundheits- und auch Pflegeminister sehr durch den Kopf, wie können wir Menschen mit einbeziehen, ich sag mal, wo auch durch hohes Alter, durch Pflegebedürftigkeit der selbstständige Aktionsradius klein geworden ist. Und ich glaube, darauf müssen wir uns in der Seniorenpolitik auch sehr stark konzentrieren, dass wir diese Menschen nicht aus den Augen verlieren. Ja, ich sag, das ist wirklich wichtig, dass wir uns um die Mitglieder auch kümmern. Und gerade auch die Älteren, die wollen ja auch, dass sie betreut werden, dass sie den Kontakt nicht verlieren. Also diese Aktion des SOVD, gib doch mal deine Telefonnummer und dann kannst du dich um andere Leute kümmern, die sonst niemanden hätten, finde ich ganz großartig. Ich bin letztes Jahr Witwer geworden. Meine Frau hat einen sehr schweren Hirntumor gehabt. Es durfte also keine 70 Jahre alt werden. Und da kommt natürlich hautnah mit, was Einsamkeit bedeutet. Ich habe zwei Kinder und Enkel, aber ich komme, wenn ich nach Hause komme, in ein leeres Haus rein. Das ist frustrierend manchmal. Man hat zwar Haus und Garten, auch Bekannte, auch Kegelverein und so weiter. Ich bin aber froh, hier noch tätig sein zu können. Es lenkt ein bisschen ab. Ich will den Menschen helfen, gerade in diesen Zeiten, in denen wir jetzt leben, dass sie gehört werden, dass zum Beispiel die große Inflation oder diese hohe, es gibt Menschen, die kommen jetzt übrigens in unsere Beratungsstellen und erzählen uns, sie können sich ihre Lebensmittel nicht mehr erlauben, nicht mehr kaufen. All diese Sachen, wir müssen einfach da mehr ackern, wir müssen die Menschen mehr unterstützen.